Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ja, ich bin mal wieder da. Nach langer Zeit mal wieder. Ja, jetzt war ja wieder meine Freundin ein paar Tage da. Ihr habt ja ein paar Parts gesehen vielleicht, die wir hochgeladen haben. Dann konnte ich heute nichts hochladen oder aufnehmen. Heute. Gestern. Gestern, weil ich war auf dem Konzert, System of a Down hat in Köln gespielt, da war ich und das war geil. Ja, und jetzt können wir endlich mal zurückgehen. Ich musste den Typen gerade nochmal töten und dann wurde ich einfach immer wieder von Wachen gesehen, deshalb musste ich mich gerade mal verstecken, damit ich auch den Part gemütlich beginnen kann. Weil ihr seht, da sind schon wieder Spasten. Ja, ja, es ist nicht einfach. Schade, dass es echt nicht speichert, aber gut. War jetzt nicht so schwer. Und jetzt können wir auch endlich die Feder zurückgeben. Und mal schauen, was der uns zu sagen hat. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Altair. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Habt Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Altair. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Gut, ich weiß natürlich jetzt nicht, was der gesagt hat, aber wird schon gut gewesen sein. Ziel wurde eliminiert. Yeah. Es saved. Okay. Kommen wir jetzt wieder in die reale Welt zurück? Oder warum saved das jetzt? Ja. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrmann besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Ich will wieder zurück. Leg dich drauf, Jung. Lass mich rein! Was soll ich denn tun? Ich will nicht mit der Frau reden. Soll ich pennen gehen oder was? Ist jetzt um oder was? Ist abends. Eh schon wieder Schlafenszeit. War sich gut aus. Pennen geht immer. Pennen geht immer. So, war mal richtig. Ich dachte, da waren wieder diese Zeichen, ne? Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Alles klar, da kommen wir mal wieder. Ja, hier, stell dich auf. So. Warte, Junge. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also, warum tun Sie das, Doc? Soll ich mich einfach wieder hier drauflegen, oder was? Haben Sie in letzter Zeit zurück gesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum sie hier sind, was von ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es ihnen sagen. Und wenn sie erst wissen, wie sie ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Mhm. Hat keiner mehr was zu sagen? Gut. Und was hat er jetzt gesagt? Soll ich jetzt wieder gehen?
Ja, danke schön. Zurück in die vergangene Eide. Ja, dann setzen wir mal fort, ne? Natürlich haben wir jetzt hier den ersten Kill haben wir natürlich jetzt nicht 100% gemacht. Da hätte noch mehr Nebenmissionen gegeben, aber gut, es gibt sowieso keine Trophäen, also gibt's für mich auch kein Dings, die zu holen. Kein Zwang. Ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Altair, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Nun geht. Entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Hoho! Was ist das denn? Ein Kurzschwert, ein Dolch? Ein Kurzschwert, gut. Neue Fähigkeit, Konterkill, na endlich. Na endlich. Darauf habe ich gewartet, Konterkills. Darauf habe ich doch gewartet. Ich kann endlich kontern. So, der will mir das wahrscheinlich wieder beibringen. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Weißt du was, ich mache das gerne. Ich probiere jetzt mal die Konterkills. So. Drücken und halten Sie hier 1 und drücken Sie Viereck, wenn die Gegner einen Angriff startet, um einen Konterangriff durchzuführen. Ja. Richtig. Sehr schön. Yes. Das Werk eines Meisters. Oh, endlich Konterkills. Endlich. Und so, meine Schüler, jo. Schönes Training, mein Freund. Dein Leben. Nein, ich möchte gerade nichts. Ja, ich möchte gerade kein Tutorial machen. Ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. So, wir müssen mal wieder woanders hin. Das sehen wir schon auf der Karte. Wir müssen mal wieder in einen anderen Bereich. Entschuldigung, tut mir leid. Kamera falsch rumgedreht, aber ist okay. Hat doch noch funktioniert. Gut. Fehlen hier immer noch ein paar Flaggen, aber wie gesagt, auch da für mich kein Zwang, die zu holen. Aber in den späteren Assassin's Creed Teilen. Oh, guck mal, wir haben trotzdem mal einen gefunden. Warum denn nicht? Du zurück da. Fall da runter, Junge. Ist schon okay. Oh. Aber in den späteren Assassin's Creed Teilen, da gibt es Trophäen, da werden wir wahrscheinlich auch mehr machen. Ich werde natürlich wieder mit euch versuchen, so viele Trophäen wie möglich zu holen, so wie ich es eigentlich so ein bisschen in jedem Projekt tue. Abgesehen von den Projekten, wo ich natürlich, die schon natürlich vorher gezockt habe und wo ich natürlich schon vorprägige Trophäen habe. Wie zum Beispiel Wayman, das habe ich schon zu 90% fertig an Trophäen. Da werde ich jetzt nichts Neues mehr holen können. Weil die einzigsten Trophäen, die mir fehlen, sind Online-Trophäen und ja. Ich bin ja sowieso nicht so der Online-Zocker, müsst ihr ja wissen. Ich zock gerne mal online mit Freunden oder so. Auch wenn ihr irgendwie mal Bock habt oder so, können gerne mal online zocken. Aber so, wenn ich für mich spiele oder sonst irgendwas, ich zocke nie online. Ihr habt mich beinahe getötet. Ja, nur mal so gesagt, ne? Na gut. Wir sollten 9 töten, ne? Jetzt haben wir einen, das heißt nur noch 8. Nur noch Eide. Ja.
Ach komm schon, Pferd. Ich hasse Pferde. Ich weiß nicht, was Leute an Pferde finden. Das ist doch langweilig. Naja. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hin müssen, weil Damaskus bestimmt nicht. Dalmasca! Final Fantasy 12. So. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern an. Nimm dein Schwert. Danke. Bringt er mich da jetzt automatisch hin oder darf ich mir aussuchen, wohin ich will? Holy shit! Okay. Okay, es geht in zwei Richtungen. Wir dürfen uns aussuchen, wohin. Da habe ich nichts dagegen. Ich bin gerade nur ein bisschen verwirrt. Aber gut. Ist ja nicht schlimm. Ich würde sagen, wir gehen erstmal geradeaus. Geradeaus sieht gut aus. Hahaha, ha, ha, das hat sich geräumt. Ja. Gut. Irgendwie Gegner hier oder sonst irgendwas. Seid ihr feindlich? Ihr seid feindlich. Du kannst nicht davonlaufen. Bam, schön eins übergebraten. Bam, nochmal schön eins übergebraten. Verschont mich, verschont mich. Ihr werdet mir nicht entkommen. Ach komm, weißt du was? Wir haben Konterkills gelernt. Und erstmal voll verkackt. Na, geht doch. Wie, der hat Angst. Bleib hier, Junge. Bleib hier. Junge. Du brauchst gar nicht wegrennen, Junge. Ganz im Ernst. Nur weil ich einen von euch gekillt habe, hat der jetzt Schiss und rennt weg. Also, das nenne ich mal bitter. Das geht ja gar nicht. Bitte seid vorsichtiger. Das sind wieder irgendwo Feinde, aber pff, interessieren mich jetzt nicht. Hier waren wir auch, glaube ich, noch gar nicht. Vielleicht fehlt mal ja nochmal irgendwas, was wir noch nicht hatten. Türme oder sonst irgendwas. Oder eine Gruppe Gegnern. Aha. Hier zum Beispiel ein Turm. Sehe ich jetzt erst. Der größte Turm ist da oben. Achso, da kann ich kommen. Ach, die ganzen Gegner haben Bock. Hallo. Der macht das aber auch nicht immer, die Konterkills. Ja. Und die anderen haben wieder Schiss. Gut. Die lasse ich dann mal weg. Weil. Hallo. Ich hab gehört, ihr habt Bock. Konterkill, Jung. Sauber. Der letzte, ja, war klar. Hab ich mir doch schon gedacht, dass er wieder Schiss hat. Der Pisser. Aber gut, so, jetzt bin ich mal... Wer, wie, was, wo? Da, gut. Kletter. So wie du noch nie geklettert bist. Ja, komm hier hoch. Natürlich stehe ich wieder. Ich wusste es so sehr, dass ich wieder genau unter dem Ding rauskomme. Ja, unter dem Ding. So. Kurz mal die Dreiecktaste aktivieren, die mal die schöne Aussicht genießen. Da ist sogar ein Hafen, sehe ich gerade, so ein kleiner Boothafen. Ja, es wird jetzt speichern, ne? Ja. Gut, da der Part schon 14 Minuten, was weiß ich, geht, würde ich sagen, ich beende den Part. Wir gehen dann zu einem der beiden dann im nächsten Part mal schauen, was es sein wird. Ja, und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es ja in dem nächsten Part wieder einschalten. Das würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin, tschüss.